Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim mit dem Add-on Dragonborn. Zwar nur noch der Anhang, nicht mehr die Hauptquest, aber dennoch interessant. Irgendwo hier in einer Höhle. Aber guck mal. Da kommen wir auf jeden Fall später wieder raus. Das sehe ich schon. Das ist ja beruhigend zu wissen. Okay. Okay. Uncool. Uncooler. Absolut uncool. Sowas macht mir Angst. Oh Mann. Krieg schon wieder Panik. Stahlriemenrüstung. Oh, die hat ja wirklich viel. Oh, ich brauch so Stahlriemen-Zeug-Rüstung. Jöl? Was tun wir? Was könnten wir hier tun? Da muss ich doch was tun lassen. Mit dem Ding. Hm? Nicht irgendwie drehen vielleicht? Haltet die Augen offen. Mir gefällt dieser Ort nicht. Mir auch nicht, aber ich weiß ja nicht, wie es geht. Kann ich es vielleicht irgendwie hier... Ich sehne mich nach einem Kampf. Gerne. Solange ich zum Kämpfen komme. Braucht ihr etwas? Nee. Sonst noch was, bevor ihr geht? Okay, ich kann da nichts machen. Hier irgendwas? Auch nicht. Vielleicht da irgendwie? Auch nicht. Irgendwie was zum Drücken? Oh ja, ich hab schon... das ist wahrscheinlich irgendwie Teil einer Quest oder so, für den man noch was braucht. Das ich natürlich nicht habe. Tja. Okay, dann wieder hinaus. Das hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Oder gibt es hier noch oben was irgendwie? Ist das Wasser wieder da? Spooky. A little bit spooky. Ah! Das ist nicht für später, das ist für jetzt. Okay. Falsch rum gedacht. Ja, gut, aber die Hölle ist es jetzt nicht, ne? Was hier gab. Besser wie nichts. Besser wie nichts. Auf geht's, auf geht's. Wieder zurück. Raus. Dann, ja, da hätten wir mal wirklich nach den Quests so abarbeiten sollen. Ach, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie so lustiger.
Einfach mal gucken, was so kommt. Machen wir das noch. Dann schauen wir mal. Wenn da jetzt auch nichts ist, dann versprochen. Weißkammhügelgrab. Das sind doch immer die mit den... kein Mensch interessiert's. Du mit deiner Düsterklinge. Als hättest du die noch. Die habe ich dir doch weggenommen. Was geht hier ab? Ich kann mich mal eine Stunde hin... Feinde in der Nähe. Das sind Feinde in der Nähe. Da muss was Mächtiges passiert sein, wenn die sogar ihren Freund ausgeschalten haben. Albino-Spinne. Es gibt ganz schön viele Plünderer hier auf dieser Insel. Dabei ist sie gar nicht so groß. Das hat einmal super geklappt. Na, komm her. Bienenspinne, sie hat mich gebissen. Hat mich gebissen. Aha, da geht's runter. Ja, dann gehen wir nochmal da runter. Totenschädel. Hämmerler kommt. Vorsichtig sein. Oh no. Nicht diese Viecher da. Also gut, komm, wir stellen uns in Kampf. Ja! Ja! Was sind das hier für Dinge? Ja! Ja! Wow! Die verbrennen aber schon ganz schön. Rubintruse. Nimm mit. Nimm mit, was du kriegen kannst. Beides auch Schätze ist, weil Rubine liegen ja an jeder Straßenecke hier rum. Irgendwie. Kann ich das eigentlich aufschießen? Klar. Alles klar. Alles klar. Ich hab verstanden. Jemand muss ihm helfen. Jemand muss ihm helfen. Das sind wir gemeint. Wo muss ich ihm denn? Wow! Ja. Was hast denn du für Gelbsucht? Du hast eine Spinne im Nacken gehabt, oder was? Kette! Das habe ich runtergelassen. Und jetzt? Bringt mir das nichts. Bringt mir rein gar nichts. Ja, hüpfen wir doch einfach mal da rein. Ja, ja! Von den Marodeur! Oh oh! Oh, ja. ich hab's auch. Schatz! Schatz! Du musst auch mal was tun.
Ist ja eigenartig, was sie da macht. Okay, okay. Nee, nee, hat alles. Passt alles. Passt, passt, Schatz, passt. Noch ist es dunkel. Okay. Oh. Als ich noch jung war, habe ich meinen Herzstein. Das nehmen wir mit. Das soll doch so selten sein. Die Klippenläufer waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Ach, ist Herzstein vielleicht eventuell was, mit dem er Schmuck herstellen kann? Vielleicht. Das war natürlich. Ah, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was das wohl geben könnte. Soll ich mal gucken. So, und das sind noch Rubin und Rubin. Okay. Geh weg! Geh weg! Ah! Ah! Vibe! Vibe! Allerheiligstes. Ja, super. Wahrscheinlich eine Armee dieser selbstzerstörenden Spinnen. Na, aber da hat sich Trauge und so weiter. Mhm. Melina Randes, Renders. Wer ist Melina Randes? Der Spinne wirft einen flammenden Spinne auf den Boden, die bei Gegnern. Cool. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch nochmal alle mit. Tagebuch. Als Pfeil, bekannten Witzen. Okay. Tagebuch, was ist denn das? Ah, da ist es. Ordnung, alles. Was? Hm, was auch immer. Gut, haben wir alles geschafft. Okay, jetzt mal hier hoch. Gut. Na? Ach Gott. Gedacht. So. Liegt denn hier? Toter Plünderer. Und ich habe das Gefühl, hier geht es auch noch weiter. Das heißt, erstmal in die Richtung. Doch nochmal gucken. Da geht es ja auch noch weiter. Da geht es ja. Gott. Geht's denn hier hin?
Mann! Doch wieder zurück. Komm, komm mit. Das ist ja nicht auszuhalten. Man weiß hier nicht, wo man lang soll. Versuchen wir es mal hier. Nee, doch keine Wand. Gedacht. Ha! Immerhin. Ewige Heilung. Hervorragend. Was haben wir jetzt hier? Bla bla bla. Bla bla. Brauche ich auch nicht. Komme ich da wieder hoch? Nee. Okay, jetzt bin ich also quasi hier unten. Naja, gut. Schon mal ganz gut. Das war wenigstens ein Dead End. Dann nehmen wir jetzt die andere Seite auch noch. Das ist bestimmt auch Dead End. Das ist doch klipp und klar, dass das immer der hinterste Ausgang, der gerade Weg ist immer das, der Finale. Oder? Klar. Wie ihr widersprecht, das verstehe ich jetzt nicht. Also ein bisschen ein cooles Gefängnis und ich habe doch irgendeinen Schlüssel für ein Gefängnis bekommen. Mhm. Gott, das ist ja alles riesig. Was soll sich denn das alles merken? Wo ich dann schon mal war und wo nicht. Oh. Oh, oh, oh. So, den haben wir. Haben wir auch. Haben wir alle? Echt? Cool. Granatstein, Pfeil, Pfeil, Pfeilzeug. Okay. Das war hier so die Brutkammer. Brutkammer oder was? Die Vorratslager für Leute, wenn man mal wieder welche braucht. Gruselig. Okay. Unten oder oben? Unten. Was ist hier für Geräusche? Winterendbriefe. Chronik des dritten Zeitalters. Bla bla bla. Oh, Merin Käfig, da ist er wieder. Frostzeit, hör auch nicht mehr mal mit. Lösegeld für Zarek. Niedergang? Nee. Das ist ganz ekelhaft, das Geräusch. Okay. So, das Tagebuch. Was ist das? Rubin und vier Hinterleib, hüpfende Flammenspinne, explodierende Flammenspinne.
Rubin, Salzhaufen, beschädigtes Ei, durchgestrichen. Rubin, Salzhaufen und beschädigtes Ei, das will ich natürlich austesten. Habe ich ja Ei, gibt's ja Ei? Beschädigtes Ei. Ich brauche beschädigtes Ei. Das heißt jetzt, da kann ich Spinnenexperimente durchführen, oder was? Das ist ja unglaublich. Mach ich natürlich jetzt nicht. Aber das eine müsste ich wahrscheinlich machen, ne? Um irgendwas Besonderes wieder zu bekommen. Holzheim, machen wir mal gerade auf. Schauen wir, wo wir rauskommen. Ja! Wow! Starke Heilung, bitte. Jetzt fühle ich. Ja, du, nicht nur du. Das ist ja. Aber das zählt gleich für uns beide. Das ist ja super. Okay, hier oben sind wir rausgekommen. Das ist, was ist das? Saphirdruse. Nö. Für beschädigtes Ei. Meine Mutter. Okay, nochmal da rein. Nochmal da rein. Da finden wir schon noch irgendwas. Da ging es ja noch viel tiefer und so. Halt, war es da nicht. Genau, dahinter ging es ja auch noch. Aha! Tomate! Rubin. Okay. Also jetzt bleibt uns doch nur noch ein einzelner Weg. Oder habe ich hier schon alle ausprobiert? Da war ich, ja. Da war ich auch. Okay. Okay. Last. Last Weg. Auf der Suche nach der Superspinne. Und vor allem der Truhe. Nochmal eine mächtige Belohnungstruhe. Hahaha. Hm. Ah. Schon mal den Bogen rausholen und schon mal. Nehmen wir mal die Elfenpfeile. Schwarzes Buch. Nein! Nein! Der bleiche Regent. Warte, 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 warte. Das will ich jetzt gar nicht machen. Ich will das jetzt. Ja. Der bleiche Regent. Einmal lesen bitte und wieder ab zurück. Ich würde zuerst einmal vielleicht den Schrei lernen und da die Truhe und überhaupt. Und dann können wir darüber reden. Knew it. Und ich wusste auch, dass wieder so einer ist. Oh Gott. Das ist so klar, wenn diese mächtige Truhe da schon immer so vor dem Schreiding steht. Triffst du auch mal? Oder bin es nur ich? Nein, du bist es schon auch, okay. Schau mal da, der hat keine Chance, der kommt nicht einmal zum Zaubern, wenn wir das so machen. Haha! Perfekt. Eile!
Das. Wo ist er? Wo ist er? Na komm, gib erst mal das. Windzyklon, aha. Wo ist denn jetzt der hin? Ist das seine Asche da? Ah. Noch mehr. Erhöht Frostresistenz um 50% und Frostzauberschaden um 50%. Okay. Okay. Gut. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Bis demnächst. Ciao.